Jubelstürme im sonst eher nordisch unterkühlten Flensburg. Der Grund? Die drei Fragezeichen sind auf Tournee. Das erfolgreichste Hörspiel der Welt live. 2500 Fans verfolgen am Freitag die Premiere. Die 19-Städte-Tour ist so gut wie ausverkauft. Hamburg, Rotenbaumchaussee. Hier wird das einst von Sir Alfred Hitchcock präsentierte Jugendbuch auf Tonträger gebannt. Darüber! Ja. Für den Zaun! Ja! Was den vollen Einsatz fordert, ist Folge 110. Titel Panik im Park. Wer aber glaubt, es seien vor allem Kinder, die allein 2,5 Millionen Kassetten und CDs im vergangenen Jahr kauften, der irrt. 70% der Hörer sind zwischen 17 und 35 Jahre alt. Seit 1978 spüren die jugendlichen Erben Sherlock Holmes Kriminalfällen nach. Einsatzgebiet ist die Westküste der USA. Sex und Mord sind selbstverständlich tabu. Meist geht es um verschwundene Personen, gestohlene Kunstwerke oder übernatürliche Phänomene. Zuverlässig gelöst von einem Trio unterschiedlichster Charaktere. Ich bin Bob Andrews. Ich bin zuständig für Recherchen und Archiv. Früher habe ich immer gerne gesagt Recherchen, weil ich das Wort nicht richtig aussprechen konnte. Und ich bin der Bücherwurm und der Mediator. Wenn die beiden sich streiten, versuche ich zu schlichten. Also ich spiele Peter Shaw. Peter Shaw ist der Angsthase, aber eigentlich ist er wahnsinnig mutig. Er wird immer als Angsthase tituliert, aber er ist es nicht wirklich. Ich spreche Justus Jonas, das ist sozusagen der Kombinierer und heimliche Kopf der drei Fragezeichen, der also mit seinem Intellekt alles... Der heimliche Kopf? Der absolute. Der ohne seine Kollegen gar nichts zustande bringt, aber der auf jeden Fall immer die Fälle so durchleuchtet und durchschaut und durch sein Intellekt so auf die Lösung der Fälle kommt, wie es ihm kaum einer nachmachen kann. Bereits als Teenager schlüpften die drei Sprecher in ihre Rollen. Bis heute, ein Vierteljahrhundert später. Alterslos, denn so steht es geschrieben. Das sind drei Jungs, die schon seit 1978 permanent Sommerferien haben. In den Sommerferien immer die dollsten Fälle lösen. Und seit der Zeit nicht gealtert sind. Höchstens um 3 Jahre. Was sehr verwunderlich ist. Auch die Aufnahmetechnik hat sich bereits in den 70er Jahren bewährt. Regisseurin Heike-Dine Körting, die Erfinderin der drei Fragezeichen-Hörspiele, vertraut den Magnetaufzeichnungen vor allem wegen des authentischen Sounds, weshalb sie auf digitale Hilfe gleich ganz verzichtet. Der Erfolg gibt ihr recht. Die Kellerwände zieren über 180 goldene und platine Schallplatten. Ein Drittel davon kam vor knapp 20 Jahren im Sammelpack. Dann plötzlich kam noch die Firma mal auf den Gedanken und dachte, wir zählen mal. Und dann wurde gezählt und dann wurde gezählt. Und dann kriegte ich 1984 auf einen Schlag meine ersten, glaube ich, 60 goldenen Schallplatten, die man hier auf dem Foto noch sehen kann. Horst Frank hat mir damals eine entzückende Laudatio gemacht. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die drei Fragezeichen Folge 6 und hier den Superpapagei, die Folge 1, mit der alles begonnen hatte. Das sind dann aber auch sogar schon Platin. Das ist Platin, ja. Nicht nur die drei Fragezeichen, generell erfreuen sich gesprochene Bücher immer höhere Absatzzahlen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Also die Palette reicht von Harry Potter, dem Jugendbuchklassiker, bis hin zu den Klassikern der Weltliteratur. Auch von Rufus Beck gelesen, zum Beispiel Jules Verne, die Reise um die Erde in 80 Tagen. Oder ein politisches Sachbuch wie Michael Moore mit Stupid White Man. Und einen ebenso großen Raum nehmen natürlich die Krimis ein. Wenn wir zum Beispiel Mankell uns anschauen, da gibt es alles als Hörbuch. Und genauso die ganzen Klassiker wie Follett oder Grisham. Allein letztes Jahr verzeichnete die Hörbuchbranche eine Umsatzsteigerung von 35%. Also der Hörbuchmarkt an sich hat sich gewaltig entwickelt in den letzten Jahren. Was sich daran zeigt, dass die Titelvielfalt enorm zugenommen hat, was früher noch so ein kleines Nebensegment war für eher sehbehinderte Menschen, ist wirklich zu einer ganzen eigenständigen Marktsegment geworden. Und dementsprechend sind viele Verlage aus dem Boden geschossen und auch dementsprechend die Titelvielfalt ist enorm geworden. Zurück zu den drei Fragezeichen. Mit einer gewissen Befriedigung verkündet Produktmanagerin Corinna Wodrich Umsatzzahlen. Allzu lange belächelte man im Mutterkonzern BMG die Erfolge der Hörspieltochter, der Firma Europa.
Also von der Serie sind seit Beginn jetzt ungefähr 25 Millionen Tonträger verkauft worden in 25 Jahren. Klassische Werbung gibt es eigentlich gar nicht, also keine Funkspots, keine Fernsehspots. Und wenn man das jetzt mal mit der Popindustrie vergleicht, wo ja überall Werbung ist, da denke ich, würde sich mancher Popkünstler freuen, wenn er sich da eine Scheibe von abschneiden könnte. Denn wenn man, wir sind für die Charts, wir sind nicht chartfähig, weil der Verkaufspreis zu niedrig ist, aber wenn wir chartfähig wären, würden wir mit jeder Folge ziemlich heftig in die Charts krachen. Im Fernsehen werden die drei Detektive nicht zu sehen sein. Die Rechte liegen unter Verschluss in den USA. Und so bleibt das Feld Hobbyfilmern wie Ragnar Wilke aus Papenburg überlassen. Ja, also ich bin jetzt ja noch auf der Suche nach einigen alten Häusern. Der Film spielt ja irgendwo in den 70er Jahren und dafür brauche ich halt ja, so alte Villen oder alte Häuser. Und in dem Haus könnte ich mir vorstellen, könnte man die Szene drehen, an der Harry Smith dann die drei Fragezeichen zum ersten Mal trifft. Dank der Theater AG des örtlichen Gymnasiums konnte der Student einen Jugendtraum verwirklichen. Also die Idee, eine Folge zu verfilmen, hatte ich eigentlich, also den Wunsch, eine Folge überhaupt mal im Kino zu sehen oder auf einer Leinwand zu sehen, hatte ich gleich beim ersten Anhören einer Drei-Fragezeichen-Kassette. Da lief gleich beim ersten Anhören so ein Film vor Augen ab und habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht, das mal irgendwie als Serie oder einmal als Kinofilm zu sehen. Kein Fanartikel, den der 28-Jährige nicht sein eigen nennt. Manch Kassette hat mehrere hundert Euro Sammlerwert. Also das ist dann hier die Sonderauflage von Sonocord. Tja, die Kassetten sehen ein bisschen anders aus, haben halt einen roten Aufkleber und sind halt auch von einer anderen Firma rausgebracht worden. Das war quasi eine Lizenzausgabe. Was ganz besonders wichtig ist, ich würde mal sagen, eine der kostbarsten Kassetten ist halt die Folge 29, auf der nur die Musik zu hören ist. Gibt es auch verschiedene Auflagen. Dann gibt es einmal geschraubte, ungeschraubte, mit Aufkleber, ohne Aufkleber. Gut, hier haben wir dann noch den Tatortkoffer aus den 80er Jahren, auch so ein richtiges Sammlerstück. Damals als Juniordetektiv in den 80ern unerlässlich, mit Kamera, um Leute zu beschatten. Hier dann, um sich selbst Phantombilder zu erstellen, mit einem Buch da drin, Sonnenbrille, hier Anleitungen für einen richtigen Detektiv. In Flensburg steht der Fall kurz vor der Lösung. Was war denn das? Nur eine Katze! Was war das? Eine Katze! €16 Eintritt haben sich offensichtlich gelohnt. Präsentiert wurde übrigens eine eigens für die Tournee geschriebene Folge. Eine Tournee, die nicht wiederholt werden soll. Doch hinter dieser Behauptung steht ganz sicher ein Fragezeichen.